Willkommen, Freunde. Weiter geht's mit Darkest Dungeon, mit dem Dark Sluxy. Woche 17 in good old Slacksville. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen an der Lautstärke rumgefummelt. Es ist echt ein Graus. Es ist so schwer, das... Man sollte meinen, es ist eigentlich leicht. Es ist aber nicht. Es ist echt schwer, das korrekt aufs Level anzupassen, so dass es angenehm ist, aber man trotzdem noch genug hört. Hoffentlich klappt es jetzt. Schauen wir dann einfach mal. Ich habe die SFX und die Musik auch noch weiter leiser gemacht. Und ja, damit man mich auch ein bisschen besser hört. In time, you will know the tragic extent of my failings. Genau, könnt ihr noch mal eine kurze Rücksprache geben? Kurze... kurze Rückmeldung. Übrigens... Irgendjemand hat jetzt nochmal erwähnt, ich weiß es leider nicht mehr wer, dass man doch die Untertitel von unserem Erzähler hier ausstellen könnte. Das mache ich bewusst nicht. Auch wenn er euch langsam vielleicht ein bisschen nervt, der gute Typ. Denn er hat ab und zu noch was zu erzählen. Wo war es denn jetzt? Ich finde es als nie. Ja, genau. Hier in den Memorien des Vorfahren. Immer wenn wir so einen Boss angehen, wo ihr jetzt hier überall noch die Schlosszeichen seht, hier, die noch gelockt sind. Hier da zum Beispiel den Propheten und den Nekromanten haben wir schon. Die erste der drei Schwierigkeitsstufen haben wir schon geschafft. Dann erzählt er auch seinen Teil dazu. Excavations beneath the manor were well underway. Hier zum Beispiel. When a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. Und erzählt auch halt seine Geschichte. Oder hier beim Propheten. Das lasse ich dann als ganz gern an, damit man das dann auch während dem Ladebild lesen kann. My ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Kommen wir zur Namensverteilung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber hier haben sich ja noch ein paar gemeldet in den vergangenen Parts. Das ist, wie gesagt, ein bisschen, wie sage ich es denn jetzt, ein bisschen schwierig für mich, da immer up to date zu bleiben, da ich ja im Voraus aufnehme. Warum wackeln das jetzt hier? Zweiten Aussätzigen haben wir mit Zocker belegt. Genau, das habe ich noch gemacht beim letzten Part. Der Doom wäre gern ein Waffenknecht. Ebenso haben wir da noch Sand of Toru. Die Jungs oder Mädels oder wie auch immer. Schauen zu viert, finde ich richtig geil. Habe ich im Kommentar gelesen. Sucht sich irgendjemand raus, das finde ich gut. Das macht es immer am einfachsten. Der Lucifer wäre ursprünglich gern mal Narr gewesen. Würde aber auch gerne ein Waffenknecht sein. Schau mal, was wir mit dir machen, Luzi. Und Genesis wäre auch gern ein Tank oder ein Waffenknecht, / Kreuzfahrer. Viele Waffenknecht-Anfragen. Soweit ich weiß, hat sich der Doom als erstes gemeldet. Dann machen wir es doch jetzt einfach so. Na, komm. Doom. In Großbuchstaben. Und dann holen wir uns noch einen zweiten Waffenknecht hinzu. Wen nehmen wir denn da? Tödlich. Plus 1% Crit. Das ist jetzt nicht so der Hit. Dafür Meereshöhlen erkunden ist gut. Plus 20% Stress bei Licht unter 26. Anämisch. Anfälliger gegen Blut. Wie sieht's mit dir aus? Letzter Atemzug. Plus 1 Geschwindigkeit bei LP unter 50%. Waldforscher ist auch gut. Furcht vor Scheusalen. Oh, das muss weg. Das muss schnell weg. Aber es gefällt mir gut. 20 Erkunden im Wald. Wir holen dich noch dazu. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Genau. Da machen wir jetzt Lucifer, weil der schon sehr lange auf seinen Posten wartet. Lucifer, du bist unser zweiter Waffenknecht. Oh, einen Okkultisten haben wir auch noch nicht.
Okkultisten, mit denen arbeite ich auch ganz gern. To fight the abyss, one must know it. Nahkampfangriff. Ein Angriff gegen die hintere Reihe, der sehr stark ist, meiner Meinung. Plus 15% Schaden gegen Scheusal. Kann er allerdings auch nur von den hinteren beiden Positionen auswirken. Eine Heilung, die zwischen 0 und 13 per Random variieren kann. Das ist richtig stark, das Ding. Der einzige Nachteil ist, dass er uns selbst, also sprich dem zu Heilenden dann, in dem Fall jetzt nur mit 60% Blutung zufügt. Aber das geht später. Die Heilung ist so viel mehr wert als das Risiko zu bluten. Und einen Stun hat er auch. Natürlich auch noch andere Attacken, die wir dann aber erst später drauf eingehen werden. Der hat auch noch einen Debuff, was sehr gut ist. Ein Ranziehen, das ist auch ganz nice. Du kommst jetzt auch mal mit ins Boot. So, wie mache ich es denn jetzt? Scent of Toru, du wolltest irgendjemand sein. Mr. Drake, Probe, Odalbert, unsere Barbarin, Luzi, Marcel, Lily. Sand of Toru, was mache ich denn mit dir? Ich könnte dich zum Unhold machen. Wobei ich persönlich spiele eigentlich nicht so oft mit dem Unhold. Denn dann kannst du keine Vestalin mitnehmen. Wobei, der Dings geht eigentlich auch als Healer durch. Hier unser Okkultist. Ich finde den Okkultisten geil. Weißt du was, du wirst jetzt einfach der Okkultist. Schrei, wenn du was dagegen hast, aber das werde ich jetzt die nächsten Parts eh nicht lesen, weil ich wieder ein bisschen im Voraus aufnehme. Sand of Toru. Kannst du mir mal schreiben, wo dein Name herkommt? Ich finde ihn sehr interessant. Sand of Toru. So. Gut, dann sind wir jetzt meiner Meinung nach erstmal auf dem Stand. Falls ich jetzt irgendjemand vergessen habe, sorry. Aber ich habe echt mich bemüht, auf jeden von euch aufzupassen. Wir sortieren jetzt erstmal nach Stufe. Total geil, nach Stufe sortiert. Vermutlich die noch... Na, egal. Gehen jetzt erstmal mit jedem von oben nach unten in die Waffenkammer. Dass alle mal auf dem Stand sind. Dass ich hier niemanden vergesse. Wobei, man kann es ja auch hier erkennen. Ja, jetzt fahre ich mit der Maus drüber. Dabei habt ihr ja gar keine Maus. Ich bin ja auch blöd. Was ist sie hier? Es kostet halt alles Gold, aber das ist mir furzegal. Doom. Okay, und die Noobs, die haben noch gar nichts. So, es sieht auch etwas schlimm aus. Ich laber schon wieder viel zu lang. Ich weiß, ihr wollt die Mission sehen. Ich weiß. Wir schicken dich jetzt. Alter, 30% Stress. What the fuck? Das muss weg. So, und dann machen wir. Ne, keine Waldmission. Nicht mit Noobs. Zocker muss mit. Mr. Drake muss mit. Luzi muss mit. Und Sand of Toru. Bam! Eine lange Lehrlingsmission. Oh shit, Alter. Mit kompletten Noobs. Komplette Newbies. Wir können es halt echt mal riskieren, ne? Oh shit. Es geht sowas von in die Hose. Egal, wir probieren es mal. Ich gebe jedem jetzt einfach mal alles, was irgendwie geht. Guck mal, nur Kopfgeldjäger. Das sind natürlich die Scheiß-Items, die gewöhnlichen und die. Und die ungewöhnlichen. Immer sogar nur Antiquaren. Ah, Okkultist. Guck mal, für einen Okkultist haben wir zwei Sachen. Plus 4% Crit gegen Scheusal. Plus 20% Schaden gegen Scheusal. Holy Diver. Also wenn da mal ein Scheusal dabei ist, kriegt es ordentlich aufs Maul. Plus 8 Ausweichen. Minus 1 Geschwindigkeit. Auch nicht schlecht. Scheusal. Scheusal rennt aber... Wo gehe ich überhaupt rein? Ins Labyrinth. Ach, nicht ins Labyrinth. Da sind wieder die Schweine. Fuck.
gehen wir doch in den Wald. Ich kann halt nur eine grüne Mission nehmen. Wegen der Schwierigkeit. Ich muss euch irgendwie anders ausrüsten, Jungs. Shanks, wir müssen dir mal das Ding hier klauen. Das müssen wir dir klauen, damit die halt etwas besser sind. Ist halt echt so. Ich habe so das Gefühl, das wird ein richtig hartes Eisen. Das wird ein richtig hartes Eisen, was ich hier vorhab. Kaufen uns die Heilung. Kaufen uns die Heilung. Stressreduzierung. Ich will jetzt nicht zu viel Gold ausgeben. Machen wir es, Alter? Ich glaube, wir machen es. Nur selten Okkultist. Plus 15. Boah, das ist halt auch 15% nochmal Schaden. Ist halt eine Lehrling, aber eine lange Lehrling. Ich weiß nicht, mit einem kompletten Noob-Team. Oh, Scheiße, das könnte richtig ins Auge gehen. Das könnte richtig hart ins Auge gehen. Oh, traue ich es mich oder traue ich es mich nicht? Ich weiß es nicht, ey. Scheiße. Es macht hier alles minus ausweichen. Es ist alles nix für ihn. Komm, ich traue mich jetzt einfach. Oh, Scheiße, Mann. Wir müssen gut Fackeln mitnehmen. Na, da gab es bestimmt irgendeinen Hotkey, wo man sich die Stacks reinballern kann, aber... Ne. So, oh, das wird eine teure Mission. Jesus Gott, Herr. Ne. Vielleicht doch. Heilkräuter. Das ist alles so teuer. Guck dir das mal an. Scheiße. Oh Gott, das wird eine... Ob ich mir da jetzt nicht ein bisschen zu viel zutraue? Hm. Egal, Bier auf und los geht's. Ah. They breed quickly down there in the dark, but perhaps we can slay them even faster. Was geht eigentlich? Also für eine lange Mission sind es jetzt nicht so viele Räume. Was ist das Ziel? 100% aller Raumkämpfe? Oh Gott, hier ist bestimmt wieder alles voller Fallen und ich krieg... Wieso habt ihr alle schon 20 Stress? Was ist denn das für ein Beschiss? Ey, was sag ich? Carelessness will find no clemency in this place. Wie sieht's denn eigentlich aus? Schlechter Spieler, Fotomanie. Oh, das ist gut. Minus 20% Stress bei Licht über 75. Chiromanie, Vision und Wahnvorstellung, harter Schädel. Das ist gut, das ist gut. Furcht vor Scheusalen, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ausgerechnet jetzt.
Erkunden in Meereshöhlen. Erkunden im Wald. Ja, 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 toll. Minus 5 ausweichen, das muss weg. Oh, Verzeihung. Oh fuck, Mann, ich werde so auf den Sack kriegen. Wir haben eine Stun-Granate mit 125%. Das ist ja der Hammer. Aus Taktikgründen gehe ich diesmal nicht auf den Stresstypen, sondern auf die Jungs, die Schaden machen, weil die müssen zuerst weg. Stun. Minus 10%. Aber dann rückst du eins nach vorne, ne? Ja. Und du kannst deine Attacken... Okay, von den vorderen drei Positionen aus wirken. Okay. Mach mal so. Ich habe das Gefühl, die Musik ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu leise. Zerhacken. Oh Gott, es tut ja richtig weh. Lecko. So. Okay. Du hast jetzt einen Stun-Buff, einen Stun-Buff. Und dann können wir auf jeden Fall... Oder ich kill halt einen, ne? Continue the onslaught. Destroy them all. Schon haben wir eine Krankheit. Super. Was für eine Krankheit haben wir? Minus 20% Heilfähigkeiten, wenn im Lager. Okay, das geht noch. Das geht echt noch. So, 0 bis 13. Mal gucken, wie viel die Heilung bringt. Ja, wobei, ich will euch erst... Ich will euch erst weg haben, Jungs. Wie ist denn da? Die Präzision ist nur 85. Hier ist sie 90. Na dann. Confidence surges as the enemy crumbles. Bei dir können wir es so machen. Du hast zum Glück eine Selbstheilung. Haha, sehr schön. Der trifft sogar. Yes! Die dritte Reihe. Sehr schön. Müssen sie halt echt taktieren, ne? Wie viel Resistenz gegen Bluten hast denn du? 60%. Und das Ding blutet zu 60%. Also müsstest du eigentlich keine Blutung erhalten. Ja, widersetzt. Sehr schön. A devastating blow. Sehr schönes Ding. Ich hab's Gefühl, die Mucke ist zu leise, Leute. Ich hab echt das Gefühl, die Mucke ist zu leise. Halt, ist die Hauptlautstärke. Ich bitte um Rückantwort, ja. Wir machen eine Blendgranate. Scheiße. Nee, komm, hauen weg. As the fiend Sehr gut. Falls, a faint hope blossoms. Erster Kampf ging schon gut ab. Was ist denn das? Plus 5% Abwehr minus eine Geschwindigkeit. Oh, das klingt gut. Das klingt genau richtig für unseren Tank. So, Luzi, hast du auch schon ein Item. Wir hatten den höchsten Widerstand gegen Gift. 90%! Alter, was ist denn hier los? Andere Fähigkeit. Was für eine andere Fähigkeit? Hä? Hast du noch einen Buff? Ach so, du hast noch einen Buff. Ah,
Ah, durch das Stacken da. Leider nichts drin. Kurzen Moment mal bitte. So, okay. Erster Raumkampf, gut geschafft und es wird erkundet. Halleluja, richtig gut. Oh, es wird... Wow, da wird ja richtig gut erkundet. Geil. So, hier haben wir noch einen Kampf. Da oben haben wir überall Raumkämpfe. Ich gehe erstmal nach rechts. Dann nehmen wir den kleinen Kampf hier noch mit. Of safety. Oh, den kleinen Kampf. Ja, von wegen. Scheiße. Decisive Pummeling. A decisive Pummeling. Das war ja richtig cool. Das war nicht cool. Haut er daneben, der Penner. 50% auf 100 Grundwert ist mir zu wenig. Wir erhöhen das Ausweich um die Geschwindigkeit. Das Ausweich. Das Ausweichen. The blood quickens. Glück gehabt. Harmloser Stich. Ja, du musst natürlich von hinten erstmal nach vorne kommen, Junge. Was ist denn bei ihm der harmlose Stich? Naja, das sieht man jetzt auch nicht zu 100%. Press this advantage. Aufs Maul. Give them no quarter. Ich mache jetzt hier mal eine Heilung. Sehr schön, gut geheilt. So will ich das sehen. Destroyed. Alter, für einen Amateur, ne? Für einen Noob quasi, Stufe 1 und so. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Starke Arbeit, Zocker. Oh, das ist... Oh, 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 oh. Langsam, langsam, langsam. Kann ich dich... Kriege ich dich gestunt? Und versetzt? Ja, perfekt. Boah, haut der rein, Alter. Echt stark, Männer. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Schon geht's wieder los mit den Problemen. Es war als lange Mission ausgeschrieben. Guck mal, das sind gar nicht so viele Räume. Also meiner Meinung nach. Für eine lange Mission, wohlgemerkt. The match is struck. A blazing star is born. Ich schmeiß ein bisschen Essen weg. Das ist halt, ne, wenn du zu viel einkaufst am Anfang. Ach fuck, hier ist so ein Knochenhaufen. Hm. Ich lass ihn mal liegen. Ach du Scheiße. Drei Schweine. Oh Gott. Krankheiten ahoi. Ihr dürft auch noch alle anfangen, ne? Ihr Schweine. Oh, bin ich auch mal. Was ist Schüttelfrost? Dein Ernst? Alter. What the fuck? Nein, jetzt habe ich markiert statt... Oh, ich bin... Oh. Das war unklug. Their formation is broken. Maintain the offensive. Es macht ja echt kaum Schaden, aber sind das Ding Scheusale? Nee, das sind Bestien, keine Scheusale. Verdammt.
Sehr schön. Komm schon, Digga, hau drauf. Nice. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ich nehm's mal mit. Weg mit 100 Gold, dafür nehme ich 125 mit. Ich hab keinen Platz. Der Sack ist leer. Der Computer sagt nein. Spinnen. Okay. Immerhin sind sie überrascht. Mein Glück. Seid ihr Scheiße? Ihr seid auch Bestien. Kacke. Viel zu schwach. Was geht denn ab? Männer, was geht ab? Back to the pit. Da war er wieder. Back to the pit. Alter, na klasse. Another one falls. Boah. Hä, er blutet jetzt doch? Moment. Oh. Oh. Das ist mager. Okay. Ich verstehe. Be gone, fiend. Wir nutzen jetzt ein Lagerfeuer. So clearly in view. Büsten. Or is it merely a trick of the light? Guck dir das mal an, ich habe so viel Essen, ne? Ich mache jetzt hier einen Stressreduzierer für alle. Mit einem Stack Fackeln sollten wir auch mehr als ausreichend hinkommen. Da schmeiß ich die Schaufeln weg. Ich weiß nicht. Ich meine, nach einem Lagerfeuer hast du eh wieder 100% Licht. Komm, weg mit den Fackeln, ey. So. Erstmal Single-Target-Stressheilung. Alle Gefährten, plus 10 Schaden für 4 Kämpfe, plus 75, das machen wir auf jeden Fall. Also halt immer nur für die das ist immer so irreführend, ne? Weil er ist ja eigentlich auch ein Gefährte, ne? Aber er bufft sie selbst nicht. Verlust von 20% LP, alle Gefährten, das ist Quatsch. Da heilen wir dich jetzt noch einmal. Das sind insgesamt 4 Schaden, die er frisst. Kann ich mit einmal wegheilen. Haben wir sonst noch was Gutes? Stress wird um 25 gelindert, bei allen anderen um 5 erhöht. Nee. Nee. Ah, guck mal hier. Minus 15% Chance, dass die Gruppe überrascht wird, aber dafür 10% die Monster zu überraschen. Das machen wir auch, das ist gut. So, gute Nacht. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ja, das war das falsche Item. Es wird einem sogar hier ein bisschen angezeigt. Ich weiß nicht, was man bei einer Schweinehaut benutzt. Geht die Kotzerei wieder los. War das jetzt das vordere Schwein? Ja. Ground quakes. Stark. Precision. Stark. And power. Echt gut, Jungs. Sehr schön.
obliterated. Ausgemerzt. Halt, halt, halt. Den hier heilen. Nee. How quickly the tide turned. Oh Gott sei Dank, wie das sitzt. Au. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Komm jetzt. Egal, gestunt. Klonk. Voll in die Fresse. So, machen weg. Nice. Eins. Bin ich greedy und mach nochmal einen Heal? Nee. Oh, wäre ich greedy gewesen. Hätte es mir mehr gebracht. Okay, fair enough. Hat nicht getroffen. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Ist da was? Wir laufen jetzt hier runter. Oder auch nicht. Ich meine, ich habe zwar Schaufeln dabei. Ich weiß nicht, was alles noch auf mich zukommt. In Radiance may we find victory. Sieben Fackeln haben wir auch noch. Es sollte eigentlich reichen. Es sollte reichen. Hier hätten wir Kräuter gebraucht. Oh, ich hasse Maden. Another abomination cleansed from our lands. Ah, es klappt doch. Gut, klappt es. With impunity. Nix gekriegt. As victories mount, so too will resistance. Und nicht überrascht, okay. Och, scheiße, gerade wollte ich sagen, hopp. Wer warst du nochmal? Sand of Toru, gib alles. Leute! Jetzt macht er mir aber Angst. Jetzt ist das Arschloch noch dran. Pass auf, jetzt wird er gebissen und er leidet enormen Schaden, weil er gezeichnet ist. Nee. Gut. Gifthauch ist uncool. Puh. Luzi, ich bin begeistert. Das machst du echt gut. Resistenz gegen Bluten nur 40%, das heißt 20%, dass er blutet. Oh, kritisch auf 2, stark. Ich will nochmal heilen, deshalb mache ich das jetzt hier so kompliziert. Geht doch. So, jetzt darfst du. Darfst auch gern mal treffen, mein Freund. Ne, komm, der hat 5% mehr Präzision. Danke. A trifling victory.
but a victory nonetheless. Boah, ganz ehrlich, so eine blöde Seite kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich habe schon rappelvolles Inventar. Wir hatten hier wie viel auf Falle ausweichen? 10%? 10%? 40%? Wollen die mich verarschen? Dann laufen wir hier rüber. Aha, Hunger. Ich habe mich schon gefragt, wo es bleibt. A fortune waiting to be spent. Ein Geheimraum. Hallöchen, ich komme. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Ja, genau. Oh shit. Und keine Überraschung. Oh Schande. Ich hätte es schon wieder fast verkackt mit der Blindgranate. Das sind alles Bestien hier, ne? Ihr beiden werdet sogar als Menschen gewertet, ihr hinteren beiden. What the fuck? Trommeln des Verderbens, nicht gut. Nicht gut. Ball and Chain. Und betäubt. Fuck. Jungs, wir müssen dringend an der Präzision arbeiten. Wir müssen dringend an der Präzision arbeiten. Klonk. Ah, ihr habt wieder getauscht. Sehr gut. Ich habe mir schon überlegt, soll ich manuell tauschen? Komm, Digga, jetzt treff halt. Danke. Warte, warte, der hier hat erhöhte. Aufs Maul! Dann machen wir hier nochmal eine Blender. Eine Blender-Dent. Schön. Au. Nicht schön. Ich müsste mal heilen. Eradicated. Eradicated. Scheiße. Jetzt lässt mich der Heiler im Stich, Alter. Ach. Weg da. Bevor er mir jetzt noch einen Crit reindrückt oder so. This expedition at least promises success. Okay, wir haben ein Schlüssel, zwei Schlüssel, drei Schlüssel, vier Schlüssel. Ich werde auf jeden Fall den Geheimraum mit einem Schlüssel abdecken. Das ist die Frage. Wir lassen die Kiste mal noch verschlossen. Gucken, ob ich zwei Kämpfe durchhalte. Ja, doch, der Kampf sieht nicht schwierig aus. Dann kann ich zwischendurch mal reinhealen. Ich will auf jeden Fall erstmal Platz im Inventar schaffen, deshalb laufen wir ein Stück weiter. Damit ich heilen kann, damit ich Platz schaffen kann. Mein fucking Ernst? Das wird knapp.
Das gefällt mir nicht. Jetzt heil ihn halt mal ordentlich. Danke. Ausgewichen. Oh, Leben am Limit, Leute. Leben am Limit. Genau das wollte ich sehen. Und widersetzt. Oh, sehr schön. Geil. Nochmal so ein Saphir. Oder Rubin. Push on to the task's end. Guck mal, zwei Rubine und schon hast 2500 in der Tasche. Richtig stark. Bücher können wegbleiben. Spinnen sind recht entspannt. Wenn man trifft. Natürlich. Mmh. Das war ja lecker. Ich hasse diese Biester, ich hasse sie. Geh doch mal weg jetzt. Fucking hell. Hätte ich besser Schaden gemacht. Zock. Da musst du ja echt mal durchschnaufen, dass du da nicht ins Essen brechen möchtest. Bei den Zahlen, die hier gerade rumkommen. Na jo, klar. Alter, Leute. Ja, jetzt hau ich aber gleich mal die Faxendicke hier. Jetzt hau halt mal drauf. Danke. So muss das. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So, das ist jetzt wichtig. Singletar. Hab ich nicht noch irgendwas? Das Krankheiten entfernt. Also ich meine jetzt nicht mit der Grabräuberin, sondern... Das machen wir auf jeden Fall, die Spurensuche. Schadenserhöhung für alle. Ich heile dich auch noch. Und den Scheiß da mal entfernen. Und dann hätten wir eigentlich nochmal eine Stressheilung. Und es passt. So. Wieder ein bisschen Platz im Inventar. Gott sei Dank. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Oh, Erbstücke. Geheimraum, auf jeden Fall Geheimraum. Hat oberste Priorität das Ding. Und für einen Geheimraum brauchst du immer einen Schlüssel. Du kannst das Ding auch ohne Schlüssel aufmachen, kommen auch immer Schätze raus, aber niemals diese Schätze hier.
Was haben wir denn hier? Baristans Kopf, 20 Abwehr, aber plus 20 Stress. Das scheiß Ding da mal weg. Vermutlich wird jetzt auch keine Wand mehr kommen, das heißt, die letzte Schaufel kann auch weg. Plus 20% Abwehr. Jetzt haben wir insgesamt 25% Abwehr. Auf einem Tank. Wenn ich dann noch hier den Schildbuff nutze, sind wir schon, also Stufe 1 wohlgemerkt, sind wir schon auf 50% Abwehr. Ich krieg nur die Hälfte an Schaden rein. Wie geil ist das denn? So, jetzt Falle. Ja, mit 80% bist du noch am besten dabei. Jetzt gucke ich mal, was das hier für eine... Na komm, nehmen wir jetzt einfach. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ja, das braucht keiner. Siehste, ich habe jetzt, das sind jetzt noch zwei Truhen. Hier ist eine Schatztruhe und hier ist eine Schatztruhe und ich habe keinen Schlüssel mehr. Wie du das machst, ist es halt immer falsch am Anfang, wie viele Sachen du mitnimmst. Erbstücke. Oh shit. Fuck. Ah, egal. Oh Mann, wie oft hast du jetzt eigentlich daneben gehauen hintereinander, Mr. Drake? Immer nicht stunnen. Nice. Dann kann ich nämlich hier nochmal eine Heilung raushauen. Jetzt aber auf Treff, Junge, hopp. Danke. Sehr schön, geht doch. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Hier ist dann nochmal ein Raumkampf. Dann kommt hier nochmal ein Kampf und hier nochmal ein Kampf. Ja. Scheißen wir auf die Fackeln. Kriegen wir schon hin. Oh. Das wird nochmal ein hartes Eisen. Du hast daneben... What? Das geht auch? What the fuck? Oh Mann. Immerhin getroffen. Singular strike. Ich bin begeistert. Nice. Exposed to a killing blow. Nicht so begeistert. Wow, übertreib. Scheiße. Jetzt treff halt das Scheißding. Nice, einer weniger. Klonk. Boah, stark. Der war gut. Weg da jetzt. Nice. So. Mach das Ding auf. Pech gehabt.
Mache ich den einen Kampf hier noch? Bin ich so greedy? Ja. Alter, jedes Mal! Was ist denn los mit dir, Drake? Haut da wieder daneben, der Typ, ne? Gestunt, muss das sein? An deinem Schaden müssen wir echt noch arbeiten, ey. Boah. Ja, und nochmal volle Kanne kassiert hier. Was geht denn ab? Da kommt der Schaden wieder zu kurz. Oh, Leute. Ich brech. Wie er aufs Maul kriegt von allen Seiten, ne? Nice. Schönes Ding. So, raus hier. Genug. Fertig. Es reicht. Should have never happened. You are doing just work ending them. Oh, da haben wir richtig schön aufgeräumt. Richtig gut. Achtung jetzt. Jeder hat was. Oh, Mann. So viel Negatives. Oh, plus 10 Max-LP. Das muss ich mir sichern. Zocker, das ist gut. Richtig stark. The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. So, der Hammer, ey. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Slugsy. Ciao.